looked in the zone. The future of dance has just become the present. Oh, you don't get better than that. Ja, dann kommt das Beste. Hoffentlich heute in der Judgment Night zum Schluss bei diesem Matchup zwischen den beiden Niederländern, die sich natürlich auch aus dem FF kennen. Ja, klar. Ist das ein Unterschied, Shorty, wenn man weiß eigentlich, wie der andere im Normalfall sich gibt auf der Bühne, wenn man weiß, wie er reagiert, was die Mimik-Gestik so ausmacht? Ja, auf jeden Fall. Und Van Gerven sagt auch immer wieder, es hört mich einfach nur an, gegen ihn zu spielen. Aber jeder Holländer, viele Kommentatoren und Beobachter sagt, Michael van Gerven hat riesen Respekt vor Raymond und steht sich ab und an mal im Weg, weil Raymond zu schlagen ist für Michael auch ein Highlight. Und nun kommt er und ich halte mich raus. Auf geht's in die Orange Night. Auf geht's mit dem Auge des Tigers. Einen haben wir noch und einen brauchen wir noch. Aber ja, bitteschön. Holt ihn in. Die Seven Nation Army. And now, ladies and gentlemen, time to meet the former Premier League champion, the reigning world number one and the former champion of the world, Mighty Michael so schön mitsingen, dieses Michael van Gerven. Klasse aufeinander eingestimmt. Zaubert der einen raus heute, Michael van Gerven. Wir haben schon so viel auch in diesem Jahr Premier League Darts von ihm gesehen. Was für unglaubliche Scores hat er uns präsentiert. Wir erinnern uns nur an diesen vierten Spieltag, 7-1 gegen Michael Smith und ganz nebenbei mal diesen TV-Rekord. Ein Wahnsinn. Mit 123,40 Average geschmissen. Der war kurz vor der 130, hatte dann nochmal, ich glaube, die Matchstarts waren es, genau, die er verlegt hat, sonst wäre er bei 130 Average gewesen. Ja. Das ist ja krank. Kaum noch eine Steigerung möglich, aber unfassbar. Michael van Gerven, der findet Dart gerade für sich selbst und für viele andere neu, weil der in so jungen Jahren und mit so einem heftigen Powerspiel kaum zu besiegen ist zurzeit. Und deswegen sagt Wayne Mardell auch immer wieder, den Besten, den wir jemals hatten, ist Phil Taylor. Aber der Beste und eine ganz andere Art und Weise da zu spielen zurzeit, das Beste, was er je gesehen hat, das ist zurzeit Michael van Gerven.
Und dem ist kaum zu widersprechen. Das Allerbeste, was du bis jetzt hattest, war Taylor. Wird er auch immer sein mit seinen 16 Titeln. Aber Van Gerven spielt einfach eine ganze andere Art Dart und ist unwahrscheinlich zwingend und erfolgreich. Und das jetzt auch mittlerweile über Jahre. Und kommt als frisch gebackener German Darts Champion aus München hierher. Jawohl. Wo er sich den Titel gegen Peter Wright im Endspiel gezogen hat. Titel verteidigt. 91. Auch das ist eine seiner Qualitäten. Man hat das Gefühl, er scheint des Sports nicht überdrüssig zu werden. Spielt immer weiter. Ne? Also auch mal so ein kleines Turnier, wenn er irgendwo aufläuft. Eigentlich lässt er selten locker. Genau. Und er spielt auch unglaublich viel. Das vielleicht vorneweg, bevor wir hier richtig abtauchen. Ist schon enorm, was die an Pensum. Ja, ja, natürlich. Hinlegen, also, das Jahr gesehen. Keine Frage. Alleine diese ganzen Wege für diese Tour geht mit. Am Mittwoch musst du hier sein, um Donnerstag spielen zu können. Und dann hast du meistens im Anschluss noch irgendeine Player Championship oder irgendein European Turnier oder. Also der Turnierkalender der ersten Acht muss man sich auch mal ganz genau angucken, weil den mag so der eine oder andere auch nicht geschenkt haben wollen. Erstes Leg, Barney unter Druck. Na, ein Breakdown für Van Gerven und der wird sofort versenkt. Und schon mal direkt ein Signal gesendet, ja, zum Landsmann. Und da kommt auch die erste typische Van Gerven-Faust. 57. Aber eins darf man nicht, und schon gar nicht seit diesem Match bei der WM, den guten Barney abschreiben. Der hatte diese Probleme im vergangenen Jahr, keine Frage, war weit zurückgefallen in der Order of Merit, in der Weltrangliste, und hat sich natürlich auch mit diesem guten Abschneiden bei der WM wieder nach oben gekämpft. Bei der WM hat Barney gezeigt, was für ein Profi ist. Mit Qualität und mit Auge hat er die richtigen Nadelstiche gesetzt, um diesen Top-Class-Player Michael Van Gerven in Schach zu halten und aus der WM zu feuern. Und das Publikum geht hier durch die Decke. Die peitschen die beiden hier zur Höchstleistung. Fantastisch. Aber Barney hat gezeigt, dass man mit Sets und Nadelstichen wirklich viel erreichen kann. Aber hier ist es einfach ein Run of Legs, Open Door, Vollgas. Da jetzt nicht viel taktieren drin. Einfach versuchen, ein wenig schneller zu sein wie dein Gegner. Mehr ist da nicht drin. Ach so. Ja, das ist halt. Manchmal ist es halt so. Einfach. 56. 104 für Barney. Klein Konter im Köcher. Ah, Triple 20er wäre gut. Doppelte 12. 84. Er hatte schon den ersten kleinen Hals, hat man gesehen. Weil er weiß, normalerweise wird er aber sowas von bestraft. Aber in dem Fall noch nicht. Auch der Superstar lässt mal zu Beginn hier eine gute Möglichkeit aus. So, Barney, jetzt aber hier die Antwort, und die kommt vom 48-Jährigen. Jawohl, ich habe gerade noch geschrieben, jetzt gibt's Kloppe für die Triple 20. So fängt's doch mal an. 64. Kurz vor dem sechsten perfekten Dart. Oh, Totenstille, selbst hier. Wir haben nur gehofft, bitte, jetzt macht endlich einer von euch den sechsten rein. Und Barney zeigt uns nochmal den kleinen Finger. Hatten wir heute noch gar nicht, warte, oder? Nein. Nee. Fünf Stück
Oder eben 4 und der 5. geht vorbei, geht der 6. aber wieder rein. Aber 6 haben wir noch nicht gehabt. Oh, perfekt gestellt von Raymond von Barnefeld. 32 Ressler, 9 Darts. Das kann ein 10 Darter werden. Wir haben schon 2 Elber gesehen heute. Ein 10er noch nicht. Doppel 16. Tu es! Ja, ein Elber kann es noch werden. Ah, auch nicht. Doppel 4. Auch nicht. Guck dir an, wo der Van Gerben steht. Wann hast du mal die Möglichkeit, Michael Van Gerben bei 300 Punkten zu erwischen? Ich bitte dich. Du meinst, bei aller Entspanntheit, die er an den Tag legen kann, jetzt mit weiteren 3 Darts auf die Doppel 4, vielleicht 3 auf die Doppel 4. Er macht den ersten, aber du hast schon recht, da war MBG Lichtjahre aber entfernt. Das gibt natürlich ein sattes Selbstvertrauen, wenn du checkst, wirfst und guckst, da steht 300. Cool. Ja. Das fühlt sich gut an für Barney. Gleich von Anfang an. Ein Schlagabtausch. Besser geht's kaum. Sehr cool. Da hinten kommt die Barney Army. Ein bisschen in Stimmung, in Wallung. Sehr starker Raymond von Barnefeld, dreimal die 140. Und, oh, ich wollte gerade sagen, trotzdem gewinnt er das Leck nicht. Knapp war es nicht zwingend an der Doppel-11 vorbei, der war schon deutlich vorbei, aber Chance war da. Nur Barney, möglicher Breakdart schon wieder auf der Doppel-13. Oh, yeah, den macht er. Und da gehen die Arme hoch. 12 Darts, stark. Ganz stark, was Raymond van Barnefeld hier bislang spielt. Mighty Mike bei knapp 96. Ja. Der hat noch Potenzial, der hat noch Luft. Und da haut er doch mal sein erstes Maximum raus. Ja, im 5. Leck hat sich also ungewöhnlich viel Zeit gelassen eigentlich. 81. Übrigens in München auch im Finale. Ja. Relativ langsam, aber dann kam er von hinten und gewaltig und unfassbar, ja. Hat das dann auch wieder in unnachahmlicher Manier eingetütet. Ja, das ist einer der ganz, ganz wenigen Spieler, die sich am Ende eines Matches nochmal um lockere 15-25% steigern können. Und dieses Tempo kann zurzeit kaum irgendwer mitgehen. 60. Auf diesem ganzen Zirkus. Einfach irre, wie er seine Turniere spielt und die auch mittlerweile reihenweise gewinnt. Und das zweite Maximum. Und ich sag doch, es gibt Kloppe für die Triple 20. Druck sofort wieder auf Van Gerben zurück, der auch mit der Doppel 13. Nein! Barney mit der Chance, seinen Aufschlag zu halten und 4-1 zu führen. Mögliche 2 Darts, vielleicht aber auch nur einen. Einen auf Tops. Jetzt auf Tops. Oh, eine sensationelle Quote auf Doppel der Barnefeld. 50%. Sehr schön. Dem gibt das heute richtig. Er macht es richtig schwer für Michael. Und 4-1 ist ein Brett, auch für Michael Van Gerven. Jawohl. Er macht es ihm richtig schwierig, heute ihn zu schlagen. Sehr gut aufgelegt, Raymond von Barnefeld. Und gut wie immer, Michael van Gerven. Und da sieht man mal, er hat sich angenähert beim Average, aber Barney checkt halt. Ja. Und das macht jetzt gerade hier auch den Unterschied. Ein
Zuckertag für Raymond van Barneveld. Es läuft, es läuft, es läuft. 102. Saustarker Auftritt hier gegen Mighty Mike. Jetzt mal nicht in der Lage, den Nicht-Doppeltreffer von Van Gerven zu bestrafen. Ist im Finish-Bereich, hat noch 104, aber ich glaube, da macht er sich erstmal keine Platte mehr über. Doppel-8. Jawohl. Verkürzt auf 2-4, Mighty Mike. Aber braucht selbstverständlich mal ein Break. Und vor allem Barney weiß, den Jungen darfst du gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Wenn der einmal anfängt zu zünden, dann kann es zu spät sein. Und immer so eine Antwort wie bei der WM hat er auch nicht täglich parat, das ist klar. Aber hier ist er drauf. Hier ist er drauf. Der ist richtig on fire. Richtig drauf. Der ist richtig heiß. Raymond van Barneveld. Ja, das Spiel hält genau das, was es versprochen hat. Es ist ein Cracker. Es macht einen Höllenspaß, es ist ein Höllentempo. Und es ist eine Sahnequalität. Beide über 100 Tonnen. Und das ist das Lieblingswort von Raymond van Barneveld. Cracker. Das sagt er mal. Ich hoffe, es wird ein Cracker, wenn man ihn interviewt und auf ein Top-Duell anspricht. Hier sind 6 Darts für Raymond, die 5-2-Führung klar zu machen. Diese 124 müssen gehen. Er will auf Sicherheit spielen. 18 für 32 Rest. Kommt nochmal zurück, frisch ran. Besser als mit 25 zu stehen, sagt er sich. Und Mighty drückt, natürlich. Mighty drückt nochmal. Aber nun Barney, Doppel 16. Doppel 16, die macht er, 5-2-Führung. Schönes Spielchen, die beiden. Die schönes Spiel, die beiden. Ei, ei, ei. Toll. 100. Mighty Mike, was hat er in dieser Premier League Saison schon alles hingezaubert? 111er Average, 116, 113 und eben diese 123. Ja. Drittes Maximum vom 26-Jährigen. Mittlerweile beide bei 380ern. Barney hält Kontakt, versucht einfach im Fluss zu bleiben, schön weiter zu zocken, damit es gleich in seinem Anwurf läuft. Und der Mann macht mit 6 Darts 350 Wahnsinn. Punkte. Lässt sich 51 stehen, also 100, 180, 170, 11 Tops oder 19 Doppel 16. Und wenn er diesen Blick hat, ne, diesen Stierblick, sag ich mal. Dann muss man aufpassen. 11 Darts im Ziel. 11 Darts, was für ein Zwischensprint mal eben von Van Gerven. Zack. So, jetzt du wieder. Verrückt. Was für eine Qualität diese Spieler. Toll. Na, letzte Dart findet zumindest noch das Trippelfeld. Bei Barney. 100. Na, da hat er natürlich auch einen Hals, da wollte er was draufpacken. Das erste Mal, dass man ihn mal motzen sieht. So, und jetzt kommt's. Ah, die 140, ich dachte, Barney bestraft mit Maximum. 100. Ah, schöner erster Dart für Raymond. Ab im Finish-Bereich, tief, tief, tief. Und zwar mit seiner vierten 180. Besser kannst du das mit Anwurf nicht, fast nicht spielen. Macht er brillant hier. Möglichkeit wieder auf 11 Darts für Raymond van Barneveld. 62, 52, stellt sich 32 und hat nochmal die Möglichkeit. Van Gerven noch nicht im Finish-Bereich. Ungewöhnlich oft in diesem Spiel heute erwähnt, Van Gerven noch nicht im Finish-Bereich. Ein seltener Satz. So, Barney. Ja, da wollte er schon loslaufen, der war schon so knapp dran. Und das Ding kann natürlich dann wehtun und teuer werden, weil jetzt so, Break-Möglichkeit ist da. Und die 124 ist ja für andere unvorstellbar. Er
war nah dran. Das ist unglaublich. Er war nah dran. Im Vorbeigehen. Die Kamera ist nicht schnell genug. Da haut er den Schuss knapp am Doppel vorbei. Das ist unfassbar, was der für ein Tempo an den Tag legt. Und Raymond kann es sich auch schnappen. 6-3. Super stark. Raymond von Barnefeld. 100. Ja, und selbst wenn er mal einen liegen lässt wie zuvor, dann hat das vorher so gut gespielt gehabt, dass Mighty Mike auch eine ganze taffe Aufgabe ganz vor sich genau, hat. Ganz genau, immer ein Riesenbrett checken muss. Wie eben die 124, das war im Moment schon zu viel. Eine wahnsinnig gut geführte Partie von beiden. Schön in die Zone. Draufhauen, draufhauen, die Schlägerei. Der Triple 20 nimmt kein Ende. Und Barney auf der Welle. Hält den Druck permanent hoch auf Van Gerven. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Kann er die 140 zum Match, Freunde? Das wäre doch eine Nummer. Triple 20, Tops, Tops. Und dann reden wir ihn nochmal über die Bühne laufen. Nein, er erst verpasst nicht. Die Triple 20. 60. So, jetzt bin ich gespannt. Antwort von der Nummer 1 ist erstmal da. Aber es bleibt beim Alten. Passt alles beim Alten, er muss breaken. 60 93 100. Ja, mal ein Score für Normalsterbliche. Ja. 93 und 100. 177. Da hat dich wohl einer gehört, Sascha. Da wird aber gleich nachgelegt mit Pack dem nächsten Maximum. Eieiei. 140. Ja. Dann wir haben jetzt die Chance, das Break vorzubereiten. 97. 134 ist noch ordentlich was, aber es ist eine Chance. Und er ist die Nummer 1 der Welt. Der erste sitzt, der zweite auch. Triple 19. Nein, 139. Starker Score von Barnefeld. Unterschied, er hat ein 2-Dart-Finish. Und das heißt so. Match. Mögliches Match. 20 für Doppel 16. Erster Match statt Raymond Barne. Van Barnefeld. Match. Oh. Nope. Noch verlegter. Und eiskalt nutzt er diese Chance aus. Verkürzt auf 5-6. Und Barney weiß, vielleicht gibt es nur diesen einen Matchstart. Das kann schon gut sein. Und den hat er gerade vergeben. 134. Bisschen zu wenig. Ja, bei Mighty Mike kannst du es einfach an der Körperhaltung in dem Gesicht ablesen. Wenn er wieder in der Zone ist, dann knallt er die 180er raus wie kaum ein zweiter. Die achte in diesem Match, seine vierte. Und jetzt schnuppert es hier aber gewaltig nach einem Unentschieden. Ja, saustark. Dieses 12. Leg von Mighty Mike nach 9 Darts, 53 Rest, da ziehst du einfach nicht mit, außer du spielst zufällig gerade deinen eigenen Neuner. Und Tops. 10. Oh. Sofort geht der Blick rüber. Wo ist Raymond? Nicht im Finish-Bereich. Puh, alles gut. Das hat er, glaube ich, wirklich nicht so mitbekommen. 100. Michael, you require 20. So, drei frische.
Und den macht er. Und damit trennen sich Raymond van